In China gibt es eine Kopie von so gut wie jeder beliebten Marke auf der Welt. Von gefälschten iPhones oder MacBooks haben wir alle schon mal gehört. Dass die Chinesen aber auch gerne mal größere Objekte kopiert haben, zeigt diese Liste ganz deutlich. Hier sind die 10 schlimmsten Autokopien aus China. Nummer 1, der Yushia Ranger X. Oder auch Tesla Model S. Das zweite Elektroauto von Tesla ist zweifellos ein schickes Fahrzeug. Grund genug für die Chinesen, einen sehr ähnlichen Klon anzufertigen. Dabei hat sich der chinesische Autobauer nicht nur von Tesla seine Inspiration geholt. An der Front seht ihr eine rote Beleuchtung, welche viele Zuseher an Kit aus der Serie Knight Rider erinnern dürfte. Das Android-System im Auto heißt sogar Kit. Man hat sich nicht einmal bemüht, einen neuen Namen zu finden. Man muss aber sagen, dass der Tesla-Klon aus China ziemlich sexy aussieht. Wenn auch das meiste Lob dafür eigentlich an Tesla gehen sollte. Nummer 2, der BAIC B80VJ. Oder die Mercedes G-Klasse mit Jeep-Stoßstange. Wenn ihr dachtet, dass es offensichtlicher nicht geht, dann präsentieren wir hier den BAIC B80VJ. Der chinesische Hersteller BAIC baut Autos für die chinesische Regierung, darunter auch für das Militär, und dazu gehört auch dieser Geländewagen. Dabei ließ man sich ein klitzekleines bisschen auch von Mercedes und Jeep inspirieren. Die Form der Karosserie erinnert ganz stark an den Mercedes G-Wagen und die Front hat man ganz dreist bei Jeep abgekupfert. Wenn die Kopie aus China nur halb so gut wäre wie diese beiden Autos. Nummer 3, der BYD S8. Ich denke, in diesem Fall müssen wir gar nicht mehr dazu sagen, welches Auto hier kopiert wurde. Der chinesische Hersteller BYD hat hier ganz eindeutig den Mercedes-Benz CLK kopiert. Beeindruckend ist, mit welcher Rücksicht auf Details der Mercedes hier kopiert wurde. Übrigens kostet so ein BYD S8 in China umgerechnet 21.000 Euro für die Einstiegsvariante mit 140 PS. Das Auto ist somit auch gar nicht günstig. Trotzdem wurde der CLK-Klon nicht grundlos als Todesfalle bezeichnet. Nummer 4, Great Wall Florid. Wenn ihr dachtet, die Chinesen kopieren nur teure, begehrenswerte Autos, dann habt ihr euch geirrt. Der Great Wall Florid ist das beste Beispiel dafür, dass es gar kein seltener Ferrari oder teurer Tesla sein muss. Die Chinesen kopieren auch das, was viele Europäer täglich zur Arbeit fahren. Der Great Wall Florid sieht nämlich aus wie ein Auto, das ihr jeden Tag auf der Straße seht. Nur ist er es eben nicht. Der Florid ist innen und außen ein absolut dreister Klon vom Toyota Yaris, einem Auto, das neu etwa 10.000 Euro kostet. Dafür ist der China-Abklatsch auch nicht viel günstiger. Umgerechnet 7.000 Euro zahlt man für das günstigste Modell. Warum also nicht gleich das Original? Nummer 5. Great Wall Perry. Wir bleiben noch beim Hersteller, welcher sich ganz patriotisch nach der chinesischen Mauer benannt hat. Auch der Great Wall Perry ist eine Kopie eines Autos, das viele von euch schon einmal auf den heimischen Straßen gesehen haben. Der kleine Fiat Panda war ganz offensichtlich eine Inspiration für die Designer bei Great Wall. Brauchen die denn überhaupt Designer? Jedenfalls ist der Perry ein billiger Abklatsch des Fiat Panda. 2006 hat Fiat den chinesischen Hersteller in Italien verklagt und ganz klar gewonnen. Great Wall darf somit keinen einzigen Perry nach Europa importieren und muss 15.000 Euro Strafe zahlen für das erste importierte Auto und satte 50.000 Euro für jedes weitere. Der Hersteller hat aber ohnehin nicht vor, diese Autos nach Europa zu bringen. Besonders dreist ist aber, dass auch Great Wall eine Klage gegen Fiat eingereicht hat. Der chinesische Hersteller wirft Fiat nämlich die Betriebsspionage vor bei der Entwicklung des Fiat Panda. Man behauptet, man hätte die Idee mit dem Fiat Panda Design bereits vorher gehabt. Wer's glaubt? Nummer 6. Xuanhuan SCEO. Ihr denkt, kurioser geht's nicht? Doch. Der, ich will diesen Namen nicht nochmal aussprechen, SCEO ist eine glasklare Kopie des ersten BMW X5. Während man sich die Front vom Toyota Land Cruiser abgeguckt hat, könnte die Rückseite dem BMW X5 nicht ähnlicher sein. Noch dreister ist aber, dass der Wagen sogar in Europa hätte verkauft werden sollen. BMW hatte natürlich etwas dagegen und geklagt. Man hat vor Gericht gewonnen und das Gericht hat den Import des SCEO verboten. Und es ordnete an, dass alle bereits importierten Modelle sofort zerstört werden müssen. Einige Autos haben es dennoch in den Verkauf geschafft und so wurden in Italien sogar 1000 BMW X5 Klone verkauft. Nummer 7. Zotye SR9. Hier ist ein China-Klon, den die meisten von euch wohl auf der Straße für ein Original halten würden. Der Zotye SR9 sieht exakt genauso aus wie ein Porsche Macan. Der kompakte SUV von Porsche ist der kleine Bruder des Porsche Cayenne und obwohl es ihn erst seit 2014 gibt, haben die Chinesen schon einen Klon gebaut. Der SR9 sieht innen und außen identisch aus wie ein Macan und es ist auch wirklich beeindruckend, wie genau das Auto kopiert wurde. Wenn man aber genauer hinschaut, bemerkt man die billige Verarbeitung und die mangelnde Qualität der Kopie aus China.
Nummer 8, Lifan 320. Es geht allerdings auch ganz anders. Während der vorher gezeigte Porsche Macan-Klon kaum Unterschiede zum Original aufweist, war der Hersteller Lifan beim 320-Modell nicht derart bemüht. Dieser katastrophale Versuch eines Mini-Klons ist so hässlich, dass von einer Kopie schon keine Rede mehr sein kann. Dennoch ist klar, was der chinesische Hersteller mit diesem Ding bezwecken wollte. Da er aber sowieso nur in China verkauft wird, müssen wir uns keine Sorgen machen, dieses hässliche Teil irgendwann mal auf deutschen Straßen sehen zu müssen. Nummer 9. Es sieht so aus, als müsste ich den Namen nochmal sagen. Hier ist der Shuanghuang Auto Noble. Dieses Fahrzeug ist eine offensichtliche Kopie des Smart 42, welcher von Mercedes-Benz als kompaktes Auto für die Stadt entwickelt wurde. Der China-Klon hat sehr viele einzigartige Elemente des Smart kopiert und ist auch kaum größer als das Original. Dennoch hat dieser Smart 42-Klon nicht zwei, sondern vier Sitze. Wie vier ausgewachsene Menschen in dieses kleine Auto passen sollen, das wollen wir uns aber gar nicht ausmalen. Nummer 10. Wir haben nun bereits einige Klone gesehen, die wirklich nicht gerade von Einfallsreichtum zeugen. Wenn sich aber ein Hersteller Landwind nennt, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wen man damit nachmachen will. Der Landwind X7 ist wohl die exakteste Kopie in dieser Liste. Die Chinesen haben sich nicht nur ein wenig vom Land Rover Evoque inspirieren lassen, sondern einen vollkommenen Nachbau produziert. Das Auto ist äußerlich nicht vom Original zu unterscheiden, selbst der Schriftzug vorne und hinten erinnert stark an Land Rover. Jaguar Land Rover ging natürlich dagegen gerichtlich vor und die Chancen standen nicht mal schlecht, denn auch der Land Rover Evoque wird in China produziert. Das Gericht in Peking entschied, dass Land Rover recht hatte und der Landwind X7 kam in einer leicht abgeänderten Version auf den Markt. So, da habt ihr es, das waren die 10 schlimmsten Autokopien aus China. Welchen Klon fandet ihr am krassesten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auch ein Like da und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.